Moin, Leute, da sind wir wieder. Jo, dann wollen wir doch mal ein bisschen weitermachen. Auch wenn hier der Terror in Dosen ist. Die Jungs in der Falle, die drehen ja richtig durch. Aber da kann ich nicht rangehen. Sobald ich da rangehe, dann sagt doch wieder der ein oder andere, andere Creeper. Und dann hat sich das erledigt. Aber wir können noch etwas machen. Und zwar, ach verdammt. Jetzt bin ich ohne die Erde losgelaufen. Müssen wir nochmal zurückstratzen. Mann, ich bin aber auch vergesslich. So, hopp. Na, lauf doch. Mann, manchmal will der aber auch wirklich nicht sprinten. Da ist das so schwierig mit dem Sprinten. Bing. So, plopp. Und dann nochmal hier lang. Gar nicht erst an der Falle vorbei. So. Ja, ein bisschen auffüllen. Das war ja das Motto, was wir noch machen wollten. Das haben wir hier vergessen. Glowstone wollten wir noch setzen. Wir wollten natürlich auch noch unsere Spitzhacke ein bisschen reparieren, weil die sieht echt bescheiden aus. So, zack und bing. Und dann müssen wir uns mal noch ein bisschen Stein nehmen. Wir haben es hier echt gut gemeint, als wir den Raum mal ausgebaut haben. Aber ich finde, das haben wir ein bisschen zu gut gemeint. Und von daher stopfen wir hier einfach mal wieder ein bisschen Stein mit rein und dann passt das schon. So, die Fackel raus und dann machen wir das mal so und dann ist das alles schick. So können wir das lassen. So können wir das verkaufen. Ja, dann, ja, hier müssten wir eigentlich auch noch ein bisschen auffüllen. Also einmal da so Erde. Da ist ja da immer, wo wir reingehen. Nee, ist es nicht. Verdammt, wäre ja dann da. Da müsste rein theoretisch da ein normaler Block hin. Naja, wie auch immer. Wir haben sowieso zu wenig Blöcke, um das hier alles aufzufüllen, so wie wir das gerne hätten. Von daher können wir das gar nicht machen. Hier können wir es ja gar nicht anders machen. Da bleibt das auch so mit dem, dass man sich hier immer die Birne fast ankloppt. So, ding, ding, ding. Aber hier neben, da können wir schon mal anfangen, dicht zu machen. Dann die übliche, die kommt ja dann dahin. Und hier werden wir noch ein bisschen mehr Erde auffüllen. Alles bei Zeiten. Jetzt heißt es aber erstmal hochfahren. Dann müssen wir mal die Spitzhacke reparieren, bevor die über den Jordan geht und uns ganz kaputt geht. So aus Versehen, poff, weg. Das wäre natürlich ein tödlicher Fehler. Das könnte ich mir ja nie verzeihen. Die Spitzhacke, die möchte ich euch natürlich mit der Folge 100 dann auch übergeben. Ja, gespannt bin ich mal, ob der Amboss so lange noch durchhält. Der Jude. So, wut, ding, ding und poff und ritt und fertsch. So, Spitzhacke. Ist das auch die richtige? Ja, ist es. Oh Gott, der lebt immer noch. Hm. Also ich hatte jetzt ja damit eigentlich gerechnet, dass der jetzt mal so langsam die Hocke macht. Gut, dann das da rein. Das können wir schon mal mitnehmen. Und dann fangen wir doch mal ganz gediegen an und setzen hier die ersten Blöcke. So, und zwar, ach verdammt. Wo waren das jetzt? Da müsste es ja gewesen sein. So, zack. Passt das? Nö, natürlich nicht, weil da ist es dann. So und so und so. Ja, das macht den Tagun froh. Okay, das reimt sich nicht mal und hört sich auch irgendwie echt fürchterlich an, aber das macht mir gar nichts. Dafür können wir jetzt hier ein paar Fackeln einsammeln, die wir dann hier wirklich nicht mehr brauchen. Wobei, mit dem bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz sicher, dass der so bleiben wird. Nee, eigentlich soll der nicht so bleiben. Der soll dann bitteschön direkt in die Decke eingesetzt werden. Denn hier unten kommen ja jetzt auch gleich noch die Blöcke hin. Ah, verdammt, den falschen rausgehauen. So, zack. Zack.
Und den raus. Bing! Aber jetzt machen wir nur noch auf einer Seite weiter. Das muss reichen. So, Kaling, Poff. Kaling, Poff. Auch für die Ausgänge hier links und rechts, dafür habe ich auch schon eine Idee. Aber die verrate ich noch nicht. Ich möchte nur anmerken, es gibt schon eine Idee. Ob ich die jemals umsetze, das weiß ich wie immer bei vielen Ideen, die ich so habe, natürlich überhaupt nicht. Da kann das natürlich auch wieder ganz anders kommen als gedacht. Manche Ideen erweisen sich ja dann doch erfahrungsgemäß so ein bisschen als dämliche Idee. Also nicht wirklich so das, was man haben möchte. Das ist ja... Dann verwerfe ich die auch wieder. So, bei der Bing... Oh, haben wir 33. Passt sich ganz gut. Können wir noch mal ein bisschen was essen beim Berg auflaufen. Und dann machen wir wenigstens erstmal einen halben Stack. Machen wir dann erstmal zu Glowstone. So, ja, einen halben können wir uns locker leisten. So, Bing, Bing. Und, Bing. Na, komm nachher, Bing. Poff und Disch. Fertig. So, dann die andere Seite noch fertig machen. Ring, ring, ring. Einmal da. Ja, das ist immer ein ganz netter Glowstone-Verbrauch, aber bisher kommen wir ja damit relativ gut zu Rande. Ding. So viel Glowstone hätten wir aus dem gesamten Nether nicht rausgeholt. Also da hätten wir, also so viel wie ich verbaut habe, da hätten wir wochenlang hätten wir nur den Nether gefarmt, ohne dass wir da vorwärts kommen. Und da finde ich die Version halt mit dem Custom Receipts und dass es uns dann auch Sachen kostet, ja, das finde ich schon gar nicht schlecht. Das finde ich, ist ein fairer Tausch. Ich gebe ja damit dafür immerhin auch die ganzen Slimeballs hin und die Fackeln und die Kohle für die Fackeln und das Holz für die Fackeln. Und dafür finde ich das schon ganz gut. Das fühlt sich dann nicht ganz so gecheatet an. So, wobei man muss ja auch ganz ehrlich einfach mal sagen, ne, so ganz fair ist es ja dann auch wieder nicht und irgendwo auch trotzdem ein bisschen gecheatet. Naja, aber da können wir doch mit leben. Es gibt Schlimmeres. Ja, brauchen wir den überhaupt? Eigentlich bräuchten wir den gar nicht, oder? Weil wir haben hier auch noch zwei. Probieren wir mal aus. Ah, ist ein bisschen dunkel, die Decke. Aber es geht auch so. Gut, geht nicht so. Wie machen wir das? Wir machen es anders. Wir bauen jetzt auf jeden Fall nochmal einen Spender. Yeah! Bögen sollten wir genügend haben. Also da soll es nicht dran liegen. So, das ist schon mal ein Dropper. Aber den wollen wir gar nicht. Wir wollen einen Spender. Und dann nehmen wir nochmal diese drei Spender aus dem Schrank und dann fahren wir mal wieder runter. Und dann schauen wir mal, was unten der Ofen an der Hauptfalle sagt. Der sollte eigentlich auch soweit fertig sein. So, dafür fahren wir jetzt aber nicht komplett rum. Das sparen wir uns jetzt mal. So, ja gut, okay, er ist noch nicht ganz fertig. Nochmal an der Falle vorbeischießen, die wird so brechend voll sein. Kann ich das gefahrlos umstellen? Ja, also das geht schon mal. So, die restlichen Mobs, die da jetzt rauspurzeln, die sollten dann in die Verbrennungsanlage reinfallen und da sollte nichts mehr passieren. Ah, ich hätte doch erfahren können, warum laufe ich denn? Ja, man ist noch nicht so ganz dran gewöhnt, dass man hier auch fahren kann. Naja. So, und dann, wir kennen ja das alte Spiel. Wir bauen Dropper ein. Spender.
Oder wie sie jetzt in der Wiki seit neuestem heißen, Werfer. Ja, das ist kein Witz. Die heißen wirklich in der deutschen Wiki heißen diese Dinger mittlerweile Werfer. Gut, ja, man muss jetzt hier keinen Unterbau mehr machen, dass man dann das versucht, unten gegen den Dings gegenzukleben. Es reicht jetzt einfach nur noch, in den Schleichmodus zu gehen und dann kann man das auch die Schiene direkt drauflegen. Das ging ja vorher nicht. So können wir auch gleich mal testen. Zack, Minecart rein. Zack, Minecart wird aufgesetzt. Aber mein Hals schafft mich schon wieder. So, bing. Dasselbe dann natürlich hier auf dieser Seite auch nochmal. Bing, bing. Nee. Ach, verdammt. So. Gott, war das eben umständlich. Mann, Mann, Mann. Also viel umständlicher ging's, glaube ich, nicht, aber naja, was soll's. So, zack. Auch der sollte natürlich funktionieren. Verdammt, ich hätte mal in den Ofen oben im Lager hätte ich mal Eisen reinwerfen sollen, denn das ist das, was wir dann als nächstes brauchen. Viel, viel Eisen. Wir müssen das Ganze ja dann auch noch mit Minecarts befüllen. So, Spender und dann machen wir mal hier drüben gleich noch mal dasselbe. Ding, ding, ding. Poff, poff. Ja, haben wir doch eine ganze Menge geschafft. Wir haben die Glowstones gesetzt. Wir sind dazu gekommen, die Spender zu setzen. So wächst die Welt halt Stück für Stück. Dann brauchen wir noch Druckknöpfe. Vier Stück müssten das ja eigentlich sein. Ding, ding. Ding, ding. Ja, finde ich immer eine ganz prima Idee mit den Spendern. Hat man immer ein Minecart zur Hand. Apropos Minecart, wo habe ich es gelassen? Ach ja, unten. Haha, ein tiefer. So, und wenn der mal laufen würde hier, dann wären wir auch ein bisschen zügiger unterwegs und dann könnten wir auch mal zurückfahren. Also, bing und, nee, wir wollen nicht weiterfahren, sondern zack und da weiter. So. Ah, da habe ich doch schon wieder einen Slime durch die. Nee, der ist schon wieder draußen gespawnt. Verdammt, wo spawnt der denn? Oder kommen die, werden die von den anderen Mobs durch die Textur durchgedrückt oder was? Oder wie? Oder wer? Ja, hier ist jetzt dann. Die sind jetzt auch despawned dann mal irgendwann so im Laufe der Zeit. Die ganzen Mobs. Ach, da können wir doch eigentlich rangehen. So, dann holen wir uns den noch, weil die war mir einfach zu sehr gefüllt, diese Falle. Da war mir einfach too much drin los und dann ganz viele Creeper, das heißt im Zweifelsfall doch sowieso nur eins. Die Creeper explodieren und damit ist uns ja dann auch nicht geholfen. So. Haben wir nochmal ein paar Schleims dazu gekriegt und das machen wir so. Und das packen wir noch raus. Und ja, das war's dann. Und die Steine nehmen wir mit. Den packen wir da noch rein. Gut, wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir auch gleich mal noch die Wand verfüllen gehen. Dann hätten wir hier hinten endgültig fertig. Das sind jetzt so die letzten Arbeiten hier in Darwelt. So, bing, bing, bing. Bing, und dann verfüllen wir es gleich ganz. Dann haben wir hier hinten schon mal Schulz. Den können wir rausnehmen, den brauchen wir nämlich gar nicht mehr. So, bing, bing, bing. Und dann können wir das so machen. Und so. Und so. Na. Kommen wir da überhaupt mit hin mit unseren. Mit unseren Steinen. Ja, doch, es reicht. Gut. Okay, dann einmal da eine Fackel und einmal da eine Fackel. Fertig. Ja, dann hier nur noch den Rest zumachen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich wollte. Ach ja, ich wollte hochfahren zum Lager und wollte dann da nochmal Eisen reinwerfen. Das werden wir natürlich jetzt nochmal machen, bevor ich es ganz vergesse. So, ja, haben wir nochmal ein paar Steinstufen dazu gekriegt, aber okay, das ist nicht schlimm. Die
die verwursten wir sicherlich irgendwo nochmal. So, Rohstoffe einmal und zack, einmal die Hälfte und nochmal die Hälfte. Ja, ich sage auf jeden Fall hier erstmal tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wo wir dann noch weitere kleinere Arbeiten hier erledigen werden. Also macht's erstmal gut.